Du möchtest eine GmbH oder OG gründen oder hast es vielleicht gerade gemacht und wartest auf das Schreiben vom Amtsgericht, dann habe ich heute eine wichtige Warnung für dich. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern ich habe selbst auch mehr als 16 Firmen inzwischen gegründet. Und noch kürzlich habe ich wieder eine OG angemeldet und diese Post bekommen. Und von diesen Briefen, insgesamt 6, sind 5 falsch und nur 1 ist richtig. Und wenn du das Falsche öffnest und das Falsche überweist, dann hast du mehrere 100 bis 1000 Euro in den Sand gesetzt. Denn nur 1 ist richtig und ich zeige dir heute welches. Normalerweise ist es so, dass du beim Notar sitzt und der die Urkunde vorliest, du alles unterschreibst und dann kriegst du die Urkunde als Entwurf mit, deine UG oder deine GmbH ist in Gründung. Und mit dieser Gründungsurkunde gehst du dann zur Bank, eröffnest ein Konto, zahlst deine Stammeinlage irgendwas zwischen 1 und 25.000 Euro oder auch mehr ein und lässt dir von der Bank einen Kontoauszug geben, den du dann zurück zum Notar bringst. Sobald der Notar dann den Kontoauszug hat, also den Nachweis der Einzahlung des Stammkapitals, versendet er die gesamten Unterlagen ins Amtsgericht, damit diese das ins Handelsregister eintragen. Die Herausforderung ist nur, dass bei der Eintragung ein Pool an Fake-Registern, Unternehmen, auf den Datensatz der Anmeldung zugreifen können und dir auch Briefe zuschicken, die neben dem einen Brief vom Amtsgericht auch versendet werden. Das Amtsgericht versendet nämlich in dem Brief eine Zahlungsanweisung. Das bedeutet, du musst zuerst das Amtsgericht für diese Arbeitereintragung bezahlen und dann wird die Eintragung vollzogen und dann kriegst du den Handelsregisterauszug. Und an dieser Stelle kriegst du neben dem richtigen, dem grünen Brief, noch 6, 7, 8, 9 oder 10 falsche Briefe. Das bedeutet also im Konkreten, dass hier, sobald der Notar die Eintragung macht, du einen Pool von Briefen bekommst, die sehen ganz normal aus, ganz offiziell, und wenn du sie öffnest, dann steht da zum Beispiel Handelsunion Deutschland oder Deutsche Handelsregisterzentrale und du bist eingeladen, zur Veröffentlichung vorab die 458 Euro zu überweisen. Deutlich teurer wird es schon bei der Gewerbe- und Handelsregisterzentrale. Hier bist du schon eingeladen für eine Handelsregisterbekanntmachung 837,52 Euro zu bezahlen. Und am teuersten ist es dann bei einem deutschen zentralen Handelsregister, also Überschrift Deutsches Zentrales Handelsregister. Ganz offiziell wirst du hier eingeladen mit Überweisungsbeleg zur Veröffentlichung deiner Eintragung 924,63 Euro zu überweisen. Insgesamt kriegst du also eine ganze Reihe von Briefen und wenn du das alles überweist, bist du 3, 4, 5, 6.000 Euro los. Und ich lade dich dazu ein, einfach mit diesen Briefen Folgendes zu machen. Nimm sie einfach, zerreiß sie und schmeiß sie weg. Wie sieht nun der richtige Brief aus? Hier in Berlin zum Beispiel ist hier ein Stempel drauf vom Land Berlin. Und so ist in dem Bundesland auch der Fall. Es muss also ein öffentlicher Stempel drauf sein. Und wenn du dann diesen Brief öffnest, dann steht dort auch vom Amtsgericht Charlottenburg drin, mit der korrekten Adresse, mit dem korrekten Geschäftszeichen und auch einen normalen Betrag von ca. 150 Euro, dass du diese Kosten zu überweisen hast. Und wenn du ganz sicher gehen willst, dass du nur die richtige, korrekte Rechnung überweist und vielleicht auch willst, dass es etwas schneller geht, nun, dann nimmst du einfach alle Briefe und gehst zum Amtsgericht und bezahlst dort direkt bei der Kasse. Dann kriegst du auch am schnellsten die Eintragung und du kannst dann noch am schnellsten mit dieser Handelsregistereintragung, die dir zugeschickt wird, dann auch zum Gewerbeamt gehen und dein Gewerbe anmelden. Zusammengefasst gibt es also eine Menge Menschen draußen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, junge Gründer über den Tisch zu ziehen. Es ist zwar kein Betrug, weil sie die Leistung, die du dann bezahlst, tatsächlich vollziehen. Sie tragen dich irgendwo ein auf ein Portal. Nur es wird erstens dich nicht davon entlasten, die Kosten vom Amtsgericht zu bezahlen und zweitens hat sonst keine Wirkung. Und drittens, im schlimmsten Fall, wenn du es einmal bezahlt hast und unterschrieben hast, dann verlängern die jedes Jahr deine Mitgliedschaft und du darfst jedes Jahr diese Gebühren bezahlen. Deshalb also seist du hiermit gut gewarnt und geh im besten Fall entweder zu einem seriösen Berater oder direkt zum Amtsgericht, nimm alle Belege mit und bezahl nur das, was du auch tatsächlich musst. Solltest du Fragen haben bei deiner UG, GmbH-Gründung oder eine andere Gesellschaftsform, solltest du Kapital brauchen, auch von Banken oder Fördermittel oder von Investoren, dann bist du gerne eingeladen, jetzt einen Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne kannst du dieses Video auch mit Daumen hoch liken, den Kanal abonnieren und uns gerne weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg und bezahl so einen Schrott bitte nicht. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline.
Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.